Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Das wüsste ich auch gerne und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Ja, was erwartet uns heute? Das ist die große Frage. Wir schauen mal, wir tun unser Bestes, dass ich euch wieder heute ein bisschen unterhalte. Es ist ja nicht die erste Folge, die ich heute aufnehme. Also überhaupt nicht allgemein. Auch die erste Folge Metro Exodus, ja. Aber ich habe 7 Folgen Mafia aufgenommen. Ich habe 3 Folgen gerade Formel 1 gemacht und jetzt geht's weiter mit Metro Exodus. Also heute mein Aufnahmetag. Definitiv. Aber wir tun unser Bestes auf jeden Fall, dass ich euch halbwegs gut unterhalte. Ne? Ja, Moment dauert jetzt einen kleinen Moment. Das dauert jetzt wieder ein bisschen, bis das hier geladen hat. Die riesige Spielwelt. Ah, ich will weiterspielen, ja nicht. So, liebes Spiel, du darfst jetzt aber auch mal irgendwie laden. Wir sind immer noch unterwegs mit unserem Freund Artyom und versuchen uns durch die zerstörte Welt zu schlagen. Oh, es geht weiter. Ach, und hole Onkel Press am Hafen ab. Er ist so gut, er kann alles reparieren. Und wir tun unser Bestes. Ich treffe mich mit Ihnen und bringe Sie sicher zu Aurora. Keine Sorge. Geh zu diesem Dock, ich kann das Boot dort sehen. Bitte, lauf. Wenn sie dich erwischen, verfüttern sie dich an die Fische. Diese verdammten Naivlinge. Nein. Vater Silantis hat uns vor Abergläubischen gewarnt. Und ich habe keine Ketzer gesehen. Und selbst wenn, wären sie mir egal. Ah, perfekt. So können wir rauskommen. Ich da weiter. Okay. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt weiter? Aber wir müssen da durch, ne? Oder kann ich da, muss ich da rein? Kein Wunder nach der Frau. Komm raus, du Satansbrot! Komm raus!
Was ist da auf der Leiter, Brüder? Nix. Ich habe einen Tick zu lange gezögert. So. Damit kenne ich mich jetzt mittlerweile aus. So. Gut, dann werden wir hochgehen. Die Frage ist, wie viele Leute sind da? Das behauptest aber auch nur du. Scheiße. Der Plan war direkt zu sneaken. Ja. Also hast du ihn gesehen? Sag mal, bist du sicher, dass es Scheiße. Und das hast du ihm geglaubt? Nein, nehme ich mal mit. Scheiße. Ich muss es sehr wegnehmen. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Ich muss sie dir wegsneaken. Ich sehe den dreckigen Ketzer. So, deine Waffe brauche ich auf jeden Fall. Wo schießt denn der auf mich? Ja, ich brauche meine eigene Munition. Was? Nicht schießen. Weit. Ich glaube keinen Leuten. Und rette und beschütze erst recht unseren heiligen Weisen Silantius, so. Der ist auch hops. Jetzt müssen wir tatsächlich durch so eine Kirche oder was auch immer. Scheiße. Mir scheißegal gerade, weil ich ehrlich bin. Ich könnte noch Glück haben. Könntest du auch lassen. Komm nicht auf solche Ideen. Sorry, dass ich mir jetzt gerade komplett auch, wenn die Leute sich ergeben. Was war das? So.
mit. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie. Komme ich weiter? Okay, die haben wir. So, alles mitnehmen, was ich brauche. Was haben wir hier? Einstecken, okay. Die Frage ist. Nimm alles mit, was wir haben, die ganzen Lebensmittel und so. Zack, zack. So. So, Der Ketzer! Na, dann erschieß mich doch! Na los! Nö. Ich wünschte, du würdest mich einfach erschießen. Meine Tochter und mein Sohn sind tot. Silantius hat noch nicht erlaubt, sie zu behandeln. Katja, diese ehemalige Krankenschwester, sagte, dass sie ihnen helfen könnte. Aber Silantius wollte sie lieber langsam sterben lassen. Vanya lächelte, als er starb. Er sagte, seine Schwester würde ihn rufen. Dabei war sie schon seit 2 Tagen tot. Okay. Das Leben ist scheiße. Erschieß mich doch endlich. Na los, erschieß mich, du Mistkerl. Ich wollte dich ja nicht rauslassen. Kann ich nicht. Wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. So war der Plan nicht. Gut. Die Frage ist, was muss ich hier machen? Muss ich die Dinger aufmachen oder was? Was ist denn los? Oh, ich fühle mich nicht gut. Oh mein Gott. Hallo? Das ist die Strafe für unsere Sünden. Das ist alles für unsere Sünden. Und wir haben schwer. Tut mir leid, seit Far Cry 5 habe ich nicht so Lust auf so Leute. Also die mir da was erzählen. Okay. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt rein? Ist da irgendwie keine Möglichkeit, irgendwas aufzumachen? Gibt es da keine Schlüssel für? Das mitnehmen, okay.
kriege ich die nicht auf die Türen? Das ist so scheiße so. Wenn. Was war das? Scheinbar nicht, ja. Ja, sorry, ich würde ja gerne, aber ich. Achso, hier kommt ein Schwein her. Also ich meine, wir sind jetzt wahrscheinlich hier alleine gerade, oder? So, hier sind wir rausgekommen, ne? Genau. Die Munition nehmen wir mit. Das war nicht so der Plan in der Sache. So. Hey. Die Frage, wo müssen wir lang? Okay, wir sollen mit dem Boot abhauen. Ich meine, ich habe sie jetzt ich habe die meisten ja jetzt getötet hier. Ja. Ah, hier ist noch ein. Zack. Die Frage ist, mit welchem Boot? Welchem Boot meint die? Die verdient? Verdammt. Hat. Achso, das ist so. Klar bei dir? Schade, ja. Dass du es nicht heimlich und ohne Blutvergießen geschafft hast. Jetzt werden sie uns noch mehr hassen. Na gut, Artyom, Katja und Nastya sind jetzt bei mir. Wir sehen uns an Bord der Aurora. Schau auf die Karte. Offenbar kannst du geradewegs dorthin rudern. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Oh, ha! Hau ab von mir, Mistvieh! Hau ab!
Artyom! Hier! Ja, ja, bin schon dran. Meine Fresse. Was zur Hölle? Okay, so viel zum Thema hier. Hallo! Oh. Was ist das? Was zum Teufel war das? Ein Wal? Ich glaube eher so ein Wels oder sowas. Der ist verdammt riesig. Der Alte hat mich als Wache vorgeschickt und mir gesagt, dass ich nichts unternehmen und unter keinen Umständen in Aktion treten soll. Also saß ich in der ersten Reihe, um dich zu beobachten. Ja. Und heilige Scheiße, du hast mich nicht enttäuscht. Ja, mal eben kurz aufgeräumt da hinten, Anna, ne? Hat bereits von dem Kult berichtet. Wie wäre es, wenn wir Plätze tauschen? Ich würde nur ungern nach Moskau zurückkehren, ohne auch nur einmal geschossen zu haben. Ich wollte doch dort ein Mädchen für mich gewinnen. Da habe ich wohl Pech gehabt. Warum bekommen alle anderen immer die tollen Einsätze? Der Oberst kritisiert dich und so, aber gibt dir trotzdem die besten Aufgaben. Zeigt er dir so sein Wohlwollen oder versucht er dich umzubringen? Aber ich finde das nicht fair. Da werde ich aus Moskau gezerrt. Und wofür? Um den Ofen zu befeuern und mit einem albernen Fernglas im Matsch zu hocken? Ja. Hier haben wir allerdings die Chance, etwas Beute zu finden. Das Flugzeug dort. Lass mir da einfach was liegen. Ich vermute, ich werde länger bleiben. Was für ein Flugzeug? Die Schrimps bereiten mir allerdings Probleme. Das ist da hinten. Okay, dann müssen wir da trotzdem. Ich glaube, scheinbar müssen wir doch da lang. Sollen wir uns da mal angucken und gucken oder was? Kann man ja mal machen. Dafür würde ich sagen, machen wir aber dann erst in der nächsten Folge, ne? Bei, ja, wie dem auch sei. Metro Exodus. Dann gucken wir uns mal dem Flugzeug hier ein bisschen genauer an. Bis dann und tschüss.